Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir sind jetzt angekommen in Tirfradi oder so. Ich weiß, ich kann den Namen der Insel einfach nicht aussprechen. Wir haben ein neues Gruppenmitglied gekriegt, und zwar den Vasco. Ich sage Vasco und ich sage auch Kurt. So, fertig. Können wir mit den beiden jetzt noch einmal reden? Mit ihm haben wir schon mal. Greenblood, do you need something? Brauchst du etwas? Nein. I must leave you. Okay, mit ihm? Desordre, can I do anything for you? Ihm können wir auf jeden Fall, ob er wütend auf dich ist. Ja. You seem to be mad at me for some reason. Do you still resent the fact that I called your ship a boat? No, it has nothing to do with that. Nobility makes me uncomfortable. I'm sorry if I was rude. Ich wette, wir können mit beiden, mit Kurt und mit ihm, eine Romanze eingehen. Und fragen, ob dein Charme zu diesem Meinungswechsel geführt hat. Oh, flirten. Did my charm make you change your mind? And I was starting to believe that you were different. Did you want anything else? Huh? How did you become a Nort? As you may have guessed, I am sea-given. I was given to the Norts when I was a little child, for a reason I ignore. I think I was originally from the congregation, but I have no memory of my family. I took my first steps on the deck of a ship. That's all I can remember. Did you want anything else? Nein. I must leave you. Wir wissen ja, warum er ein Naut geworden ist. Und er dachte, wir wären anders. War das mit dem Flirten jetzt scheiße oder was? Versteh einer die Männer. Nichts ist den Männern recht. So, aber ich muss mal einmal kurz gucken. Nope, da habe ich nirgendwo was. Genau, hier wollte ich einmal gucken. 36, 48, 48. Ich nehme das. Leider. Haben wir den auch einen anderen Hut gekriegt? 24, nüpp. Okay, das bleibt erstmal. Okay. Wir haben nichts gekriegt. Ich lasse die Männer auch erstmal so. Was hat er eigentlich, wenn er keinen Hut auf hat? Ah! So sieht er dann aus. Das ist ja krass. Gibt der Hut? Der Hut gibt auch noch was. Ach du Scheiße. Ich muss sagen, ich finde den aber ohne Hut irgendwie besser. Er ist irgendwie so, er muss einen Hut tragen. Ich weiß auch nicht. Aber wie sieht der ohne Hut aus? Ich will's wissen. Und der Kopf ist für einen Hut gemacht, definitiv. So, und wir. Ja gut, wir wissen ja eigentlich, wie wir ohne Hut aussehen. Ich nehme auch erstmal noch den Hut und dann. Ja, gucken wir jetzt erstmal. Vasco hat jetzt erstmal keinen Hut mehr gekriegt. Der kann mal ein bisschen frische Luft kriegen hier. So, dann wollen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo wir. Na gut, wir müssen da dem folgen. Aber erstmal haben wir hier noch irgendwas zu plündern. So. Irgendwo hier lang. Gehe ich mal davon aus. Da können wir rüber. Da muss ich dann auch rüber. Wenn ich darüber kann, muss ich darüber. Von anderen Fraktionen kontrollierte Zonen. Oh. Scheiße. A bit of poison on my blade. Then let's go! Das wollte ich nicht. Take a potion if you want to cast more spells. Oh Gott. Der Hängt ist sehr stark. You're running out of energy. Irgendwann hat mich geheilt.
Scheiße, das war so nicht geplant. Ich wusste nicht, dass das... Ich wollte ja auch eigentlich wieder zurück. Na gut. Jetzt bin ich... It's not possible just now. Ja, ich weiß. Ich hab's gemerkt. Ich kann aber auch den Charakter nicht wechseln. Also ich könnte jetzt nicht irgendeinen anderen Charakter nehmen und dann seine Fähigkeit nutzen. Gut. Man hätte jetzt auch hier lang, glaube ich, verbotene Zone. Ja, man hätte auch hier lang gekonnt. Okay. Das werden wir wahrscheinlich alles noch herausfinden. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ich verfolge jetzt erstmal die Quest. Und schaue mich mal um. Sieht interessant aus. Jetzt sehe ich keinen Unterschied. So. Ich hätte gerne Einhandklingenwaffen. Warum kann ich noch nicht schnappen? Na. Schüte. Aber Talente. Moment mal. Talente. So. Dann nehme ich jetzt definitiv das Schloss knacken, weil ich brauche es. Man kann hier überall hin. Das ist echt cool mit dem hier rübergehen und so, ey. Das ist mega, das gefällt mir so gut. Die Leute hier sind nicht mehr krank. Sie hämmert da gegen eine Tür. Your Excellency, such elegance. You really are honoring your uncle. Whatever you need to be, the talk of all serene. Das zum Kaufen. Oh mein Gott, ey. Was man hier alles sammeln kann. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Mal nach oben gucken. Have you ever been to Hikmet? It's a very impressive city, and there are scholars around every corner. Da unten ist noch eine große Kiste. Müsste ich jetzt unbedingt haben. Da fehlt einer. Hier ist eine Statue. Da geht's auch noch lang. Oh mein Gott, ich muss hier hoch. Ich verfolge erstmal das Hauptziel. Atuoi! Siens Radidao Quint! Dadagudachme in! Attention, soldier! Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny? Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnir. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. And so you're a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Die hat dasselbe Zeichen an der Backe wie wir. Ich dachte, das Zeichen kommt von der Krankheit. Warte mal, wir wissen nicht, wer unser Vater ist, oder? Oh, ich krieg gerade Gänsehaut. Okay, Siora kann leichte Klingen und Elementarmagie mit ihrer hohen Reichweite verwenden. Klingenwaffen, elementare Beschichtung, stellt Gesundheit und Rüstung der Gruppe wieder her. Ah, wir haben den Magier. den Heiler meine ich. den magischen Heiler gefunden. Für eingeborene Fraktion Stärke. Freundschaftsbonus ist Stärke. Verdächtig sind sie alle. So, Siora, wir müssen einen rausschmeißen. Ach mein Gott, ich nehme den Vasco, tut mir leid, aber du musst mal eben kurz weggehen. Hä? Warte mal.
Ich spreche Onol Menawi, do you need something? Ich spreche erstmal mit ihr. Ihres Vaters? Ja, oh mein Gott, na jo. Deswegen hat sie sie auf deren Sprache angesprochen. Wegen dem Mal bestimmt hat sie sie für eine Eingeborene gehalten. Und, oh mein Gott, habe ich jetzt was rausgeworfen für sie. Das war richtig so, ne? Ich habe das jetzt richtig gemacht. Wirklich für eine, oh mein Gott, das muss ich fragen. The first time you saw me, did you really think I was a native? Aside from the way you dress, you resemble a native. I have never seen an Onol Menawi amongst the Rinnaigze before. Is it so surprising that I made this mistake? Dieses Flirten. Ich sage, ihr sagen, dass dich diese Ähnlichkeit besorgt? Nein. Sie fragen, ob dieses ungewöhnliche Aussehen dich attraktiver macht. No, I understand. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, but your heart is evidently the heart of a Rinnaigze. Anything else? Rinnaigze heißen die? Ich finde das gerade... Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Flirten von ihr, also von unserem Charakter, das ist so plump, ne? Das ist... Oh. I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Nö. I must leave you. See you later. Was hat sie da eigentlich im... Sind das ihre Haare oder sind das... Das sind Hörner, oder? Ich weiß nicht, was das... Keine Ahnung. Okay, wir gehen erstmal rein. Ich will wissen, was hier los ist. Ja, können wir hier überall rein? Schön. Das wird bestimmt unsere Basis, denke ich mal. Okay, das war gerade die Bibliothek. Hier haben wir das Esszimmer. Das wird bestimmt... Oh, diese Bilder, ne? Küche, das war mir klar. Sind ja immer gleich auf Palastdienstbotenschlüssel. Oh, das ist praktisch. Praktisch. So. Dann einmal hier raus. Da ist nichts mehr. Da ist aber noch eine Tür. Da hoch. Da muss ich natürlich erstmal gucken, was da oben ist. Ach, mein Gott. Wir sitzen hier. Your Excellency, it is an honor. Aren't you a part of the prince's family? I believe I saw you with the governor. Ja, hier wohnt das Personal. Scheint auf jeden Fall so. Man kann noch höher. Muss ich erstmal gucken hier, was mit dem Haus hier los ist. Bitte einen Geheimgang. It's blocked. Nein, ich dachte, wir finden einen Geheimgang. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass das mit den Charakteren hier wesentlich besser klappt als bei Dragon Age. Also zumindest in Inquisition, weil da, boah, ich habe das manchmal so gehasst, dass die mir im Weg standen und ich deswegen da nicht durchkam. Oder bei einer Treppe oder bei einer Leiter im Firma, dass ich immer warten musste, bis die auch oben waren, damit ich dann weiterlaufen konnte oder wieder runter konnte. Es war so nervig teilweise. Okay, die Bilder wiederholen sich. Aber na gut. Was? Das war's hier? Okay.
There you are, fair cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Maal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike, you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Maal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, fair cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, fair cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Okay. Alte Länder in einer neuen Welt. Um zu folgen, triff dich mit der Gouverneurin von Helima und frage sie nach dem Malachor. Triff dich mit dem Gouverneur der Brückenallianz und frage ihm nach dem Malachor. Die Schlacht der Roten Speere gefolgt. Mein Gott, ey. Okay, so, wir haben hier... Er sitzt hier auf seinem Thron. Cousin, what can I do for you? Sehr langweilig. Seine Eltern. Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Okay. Any news of your parents? Nein, no. My father's for my... She's probably... Bin nochmal draufgekommen. I'm going to leave now. Goodbye, Konstantin. Look out for yourself. Gut, ja. Wir haben Schlüssel. I don't have the key. Doch, wir haben Schlüssel. Locked. Also, beschiss hier. Beschiss, beschiss, beschiss. Was haben wir hier oben? Ich dachte erst, ich kann hier nicht rein. Mein Gott, was sind das denn hier für alles für Räumlichkeiten? Oh, okay. Hier hat wohl einer sehr gut gemeint. Konstantins Büroschlüssel. Ja, der ist ein, hält nicht sehr viel von Ordnung. Das sieht man. Hier sind noch überall Geheimnisse, oder? Ach nee, hier ist... Ah ja, okay, dann kann man von da aus dann da durch und so, okay. Aber wir haben ja noch einen Schlüssel gefunden. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Hier ist ein Bad. Wie kann man denn die Figuren wechseln gleich wieder?
ist denn hier? Da leuchtet was. Aha. Das Skelett ist mehr als unheimlich. Was ist hier, so ein Magierraum? So ein Alchemistenraum. So, wir haben einen Büroschlüssel, aber wo ist das Büro? Ist das vielleicht der Raum? Locked. Ach, der ist das nicht. Ach. Locked. Ey, der ist das nicht. Scheiße. Vasco. Ach, zusammen. Ja, nö. Ich über. Das ist jetzt. Ich möchte mal. Ach, jetzt ist jetzt eine schwierige Sache, ne? Kurt oder Vasco. Ich lasse es einfach mal bei Ciora und Kurt. Und Kurt. Und dann war es das jetzt. Desade, oh Gott. You have a moment? Oh, was will er denn jetzt? Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. Oh, I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult. But this is the price of wisdom, Desade. Lage in der Region. So viel zu tun schon. So. Wir haben mega viel zu tun. Hier werden noch Häuser gebaut. Wir gucken uns jetzt erstmal. Oh, einen Moment. Da habe ich nur einen. Ich möchte ja auf Einhandwaffen sparen, deswegen lasse ich das erstmal. So. Die Händler kommen dazu, ist jetzt nett. ja. Ich guck mal eben, habe ich hier noch... Ich habe doch gerade was dazu gekriegt. 48, 72, 36, 72... was haben wir denn jetzt? 24. Okay, dann bleiben die an. Ach, wir müssen auf Ausdauer was packen, okay. Ausdauer ist ein Attribut, oder? Genau. Da können wir jetzt eh nichts dran setzen. Gut. Das bleibt. Einhandwaffen, ja, kann ich alles nicht benutzen. Aber ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm. Und den Hut, den legen wir jetzt mal ab. Weil ich finde das jetzt einfach so schicker. So, Ciara. Nein, Ciora. Ciara. Steinnadel. Hast 208. Ich glaube, damit hat sie das Höchste, was es gibt. Jäger-Tunika 24. 36, 48. Das sieht so blöd aus, wenn man der jetzt was anderes anzieht, ne?
Ich lasse es erstmal so. Okay, wir haben... Ja. Wir können hier... Aber wir haben eine Schnellreisefunktion. Das ist schon mal sehr gut. Na? Der Sadet Wohnsitz. Ah, wir haben Wohnsitz. Na, gibt's nicht. Okay, der ist irgendwo hier. Ich dachte gerade, hier stehen Pferde. Das ist unser Wohnsitz hier. Wie geil ist das denn? Deine Unterkunft. Als Diplomatin steht dir eine Unterkunft in der jeweiligen Hauptstadt der unterschiedlichen Nationen zur Verfügung. Du findest dort einen Werktisch, eine Truhe und deine Gefährten. Du kannst dich auch ausruhen und von diesem Ort aus auf Reisen gehen. Ist ja geil. Okay. Krass. Hier steht der Globus, da können wir reisen drüber. Oh, nein. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Boah, wie geil ist das? Lager. Schlafen. Wir können vorm Kamin schlafen, okay. Vasco ist auch hier. Gut, wir können auch im Bett schlafen. Das ist schon mal positiv. Aber ich möchte gerne, wir können auch da unten reisen. Ich möchte, oh, hier ist auch noch was. Reisen trifft dich mit dem Gouverneur der Brückenallianz. Wie groß ist das hier alles, wo wir hin müssen? Okay. Eingeborener Händler, Schmied. Admiralin Cabral. Ich glaube, das bringt nur was, wenn wir Vasco auch dabei haben. Ich gehe mal hier hin. Zu dem eingeborenen Händler. Gucken, was der für uns hat. Atuoi! Can you help me? Ah, der möchte nämlich was. Der möchte Hilfe. Atuoi! Can you help me? Mhm. Bertir Tumad on Olmenawi. Why are you dressed like this? Hello. I'm not one of your people. I'm the legate of the merchant congregation. A legate? Is that someone important? Indeed. I'm in charge of diplomatic relationships with other nations. So you'll be able to help me? My chief sent me to trade some items with your village, but there are these Bod Irony who do not want me to set up shop here. These what? Bod Irony, the Ironbacks, the warriors who protect this village. Every time I come, they take my items without giving me anything in exchange. Please, I don't understand how things work here. Very well. Stay here, I'll try to clear this up. Ad loredar on Olmenawi. May the earth always be sturdy under your footsteps. Möchte keiner was dazu sagen? Irgendjemand vielleicht? Nein? Schade, ich dachte. So. Den Kontinuum ist der Kaserne der Groschengarde im Neuesten erwähnt. Bitte den Verwalter mal für mehr Informationen. Informationen. Machen wir das, komm. Wo müssen wir jetzt hin? Bin nur etwas verwirrt hier. Ich versuche ja hier auch alles zu finden. Was sich ein bisschen als schwierig herausstellt. Ich glaube, man findet man hier überhaupt alles? So, Moment, jetzt muss ich erstmal überlegen hier. Da muss ich auf jeden Fall hin. Was hatte sie denn gerade für Zuckungen?
So, aber wir haben ja direkt auch Kurt dabei. Kurt. Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? Über den Händler der Eingeborenen sprechen. I met an islander in the streets who was complaining to me about the guard's behavior. Really? It would seem that patrols have confiscated the goods he was hoping to sell several times. Oh, I see. Indeed, I've been told about this man. The problem, Your Excellency, is that our orders are strict. Merchants who do not have a patent ratified by the minister cannot sell their goods in the street. And since your islander doesn't have one, I doubt he even knows what it is, my men have no choice but to confiscate his knick-knacks. I see. Thanks for clarifying that. I'll talk to the minister. Is there anything else? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the port authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him, then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A colored mark will stick out for them to find. But they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? Nee, das war's. No, thank you. Mein Gott, und schon wieder so viel zu tun. How are we to know in which warehouse we'll find this damn cargo? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. Och nö. Warte mal. Ja, wir doch jetzt sowieso zum Lagerhaus müssen, ne? Dann gehe ich jetzt nochmal eben nach Hause und wechsle den Begleiter nach Vesco und dann gucke ich mal bei dem Admiral vorbei. Vielleicht bringt mir das ja was. Aber jetzt muss ich mich erstmal verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.